wunderschöne Dorf. Keine Ahnung, aber... Horion, Hosemond. Wir haben gerade zum ersten Mal... Wieso klingt das so komisch? Oh, es ist voll warm! Es ist übelst warm! Stau oder irgendwas
Und wir haben jetzt nur eine Kaffeetrinkenpause gerade gemacht, obwohl es halt aussieht wie schon mitten in der Nacht. Es ist halb sechs, also wir haben ein verspätetes Kaffeetrinken gemacht. Herzlich willkommen in den Niederlanden. Ist hier beleuchtet, weil hier Grenze ist, oder? Ja. Okay, dann sind wir jetzt nur ein ganz kleines Stück hier und dann geht's weiter nach Belgien. Nach 800 Metern weiter auf E25. So, ihr wisst Bescheid, in 800 Metern sind wir in Belgien. Das war ein sehr kurzer Aufenthalt in den Niederlanden. Was ist los? Ja, die kriegst du nicht. Da muss ich jetzt undercover filmen. Weil du hast schon ein Stativ. Das reicht doch. So, wir sind in Belgien. Der Karl ist zum ersten Mal in Belgien. Und du auch? Zum zweiten Mal. Wir melden uns mit einem Zwischenstand. Wir machen nämlich jetzt eine Abendbrotpause. Ziemlich kurz nach der Kaffeetrinkenpause. Aber der Karl war eigentlich unentspannt, zumindest auf der Autobahn. Mhm. Dann sind wir abgebogen, sind eine Riesenrunde durch das wunderschöne Dorf. Keine Ahnung. Horion, Hosemund gefahren. Wir können auch den Namen einblenden. Vielleicht können einige von euch das besser aussprechen. Vor allem ist es Französisch. Also, hatten wir beide? Ja, nein, aber du länger. Also sag an. Nö. Okay, und wir machen jetzt Abendbrot. Es gibt Brot. Wo hast du es? Ich hab das Brot. Brot. Balancebrot. Damit wir nicht so schnell umfallen. Und wir sind vorhin an einem Flughafen vorbeigefahren. Der Stand da ist, sind aktuell 7 Grad draußen. Wir haben gerade zum ersten Mal. Das ist so komisch. Weil die toll heiß gerade schon. Also wir haben gerade zum ersten Mal unsere Standheizung angemacht. Und hier geht es gerade echt rund hier unten. Also das Müslipapier daneben hat gezappelt, obwohl es nur auf dem Boden daneben lag. Es geht voll rund hier, ne? Fragezeichen. Oh, es ist voll warm. Es ist übelst warm. Cool. Schmilzt unser Essen in der Vorratskiste. Also oben drüber. Wir sind an unserem heutigen Schlafplatz angekommen. Wir befinden uns nach wie vor in Belgien, haben aber noch einige Kilometer geschafft, nachdem wir unsere Abendbrotpause gemacht haben. Sagen wir konkret, wo wir sind? Oder ich kann es aber auch ehrlich gesagt gerade vom Ort her nicht sagen. So, zurück zum Thema. Wir sind in Belgien und wir befinden uns jetzt auf einem Parkplatz von einem, ich würde jetzt mal sagen, so einem Naturschwimmbad. Also hier ist ein See, allerdings muss man da halt Eintritt bezahlen, wenn man da baden möchte. Und jetzt ist ja... Das ist am Ende, oben sieht es aus wie Fußballstadion. Ja, na, hier sind noch irgendwie Spielplätze und so, also irgendwelche öffentlichen, was auch immer, Belustigungsangebote. Auf jeden Fall... haben wir heute 430 Kilometer geschafft, was dafür, dass wir heute erst um 2, also um 14 Uhr losgefahren sind, echt gut ist. Bis zur spanischen Grenze sind es 1500. Würden wir jeden Tag 500 Kilometer fahren, würden wir es in 3 Tagen schaffen. Wir versuchen morgen mehr als 500 zu fahren, weil wir heute weniger als 500 gefahren sind. Und wir können ja morgen auch zeitiger los. Und genau, der Kleine hat super mitgemacht, der schläft gerade hier. Dann sagen wir mal gute Nacht und sind gespannt, bis wohin es für uns morgen geht. Wir fahren auf jeden Fall morgen durch Paris. Wahrscheinlich mitten in der Hauptverkehrszeit, wobei morgen ist Sonntag, das dürfte eigentlich gehen. Ja, mal schauen. Ihr werdet auf jeden Fall morgen mit uns Paris sehen.